Hallo Leute und willkommen zum dritten App-Review von Ultra Updater. Heute möchte ich euch die App Jasmine vorstellen. Dies ist ein YouTube-Client für iOS 6 und ich finde die App ist besser als die YouTube-App, die es jetzt gibt im App Store. Hier, wenn man jetzt die App startet, kommt direkt ein weißer Bildschirm und dann steht ganz oben Search. Dann unten Browse, zum Beispiel, wenn man wissen will, welche gerade am besten bewertet worden oder welche am meisten zu den Favoriten hinzugefügt wurden und welche am meisten angeklickt wurden und so. Hier gibt es eben viele Möglichkeiten. Dann steht hier Favorites. Wenn man sich eingeloggt hat, dann kann man hier seine ganzen Favoriten sehen. Hier steht dann Playlists. Da sieht man seine Playlist, die man erstellt hat. Hier sieht man Subscriptions, welche Abos man abgeschlossen hat. Und hier steht Recently Played. Hier ist dann eben, welche man neulich abgespielt hat. Wenn wir hier auf Search klicken, da kann man einfach irgendwas eingeben. Also ich habe jetzt Ultra Updater eingegeben. Jetzt können wir auf Fertig klicken, jetzt sucht es schnell. Hier sehen wir gleich als zweites Suchergebnis steht da jetzt App Review 1 Subway Surfers Deutsch German vom Ultra Updater. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel auf das Video klicken, dann steht hier Play Video als erstes, dann Related Videos, welche Videos zum Thema passen. Und dann ist hier noch Ultra Updater, mein Kanal. Wenn wir da drauf klicken, stehen da alle meine neuen Videos, die ich hochgeladen habe. Dann steht da noch Comments, wer das Video kommentiert hat und was kommentiert wurde. Und hier steht dann noch Add to Favorites, wenn man sich eingeloggt hat, oder Add to Playlists und Share. Hier kann man auswählen Twitter, Message, Mail und Copy, wenn man das irgendwo einbinden will. Hier unten ist dann die Beschreibung und hier unten kann man das noch bewerten, wie viele Sterne man es geben will. Wenn wir dann auf Play Video drücken, dann startet es. Es läuft sehr flüssig und das kann man natürlich auch das Ganze in Querformat machen. Dann sieht man das auch. Und hier auf Dann geht es wieder weg. Ein Nachteil ist aber, dass die App nur auf Englisch ist. Aber ich finde trotzdem, sie ist viel besser aufgebaut als die YouTube-App, die es jetzt im App Store gibt. Und ich finde einfach, die Möglichkeiten sind viel größer. Ja, also man kann upgraden, man kann das Design ändern. Zum Beispiel hier Night Theme. Wenn wir da draufklicken, dann wird es alles dunkel. Wartet, ja, jetzt. Jetzt ist es dunkel. Das gefällt mir eigentlich auch, aber ich finde das Helle einfach viel besser. Und hier kann man auch die Helligkeit einstellen. Ich weiß jetzt nicht, warum man das braucht, aber hier kann man einfach die Helligkeit einstellen. Hier kann man Text Size machen, welche Größe der Text sein soll. Normal, groß und extra groß. Und hier Mark Viewed Videos, dass sie die markieren sollen, die wir schon gesehen haben. Das mache ich mal wieder aus. So. Es gibt hier richtig viele Möglichkeiten. Hier auch, wie ich gesagt habe, Jugendschutz. Und ja, hier kann man auch Sign Out machen, wenn man sich wieder ausloggen will. Also die App ist sehr schön gemacht. Ich finde sie viel, viel besser als die normale YouTube-App. Ich weiß nicht, wie viel Mal ich das schon gesagt habe. Ich glaube, das war's mal wieder mit meinem App-Review. Abonniert mich doch, falls euch das Video gefällt, damit ihr keine anderen App-Reviews mehr verpasst. Ciao, Leute.